Lieber Mario, hast du Lust mit uns im Schloss zu feiern? Es gibt doch Torte. Deine Peach. Okay, und damit herzlich willkommen zu Super Mario Run. Heute endlich am 15. Dezember erschienen um 19 Uhr. Ich habe den ganzen Tag gewartet für die Katze. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch was anderes machen können. Aber um 19 Uhr erschienen heute in Europa, in Deutschland. Und wir haben jetzt seit dem 7. September darauf gewartet. Und jetzt genießen wir dieses hervorragende Spiel, schauen, was es so auf dem Kasten hat und legen gleich mal los. Denn Bowser hat uns was zu sagen. Wow, ich schnapp mir jetzt eure Torte und Peach gleich dazu. Okay, wir spielen die iPad-Version. Also ich habe es mir extra auf dem großen iPad runtergeladen. Und hier wird noch einiges erklärt. Willkommen bei Super Mario Run. In diesem Spiel läuft Mario automatisch. Okay, ja, dann lassen wir mal automatisch laufen. Und genießen mal dieses kleine Tutorial. Auch kleine Hindernisse werden ganz automatisch übersprungen. Ja, dann spring doch mal rüber. Tatsächlich, er springt ganz von alleine. Es sieht auch richtig, richtig episch aus. Und jetzt ist er tot. Nach einem Fehler schwebst du in einer Luftblase in die Richtung, aus der du kamst. Alles klar, wenigstens haben wir noch ein paar Reset-Versuche. Super Mario Run wurde ja von den Medien scharf kritisiert. Sobald du dich nicht mehr drehst, befreie dich durch Berühren des Bildschirms. Okay? Dann berühren wir mal den Bildschirm. Wurde von den Medien schon kritisiert, da es nämlich eine ständige Internetverbindung braucht. Kleinere Gegner überwindet Mario mit Boxsprüngen ganz automatisch. Okay, das wollen wir uns ansehen. Oh, sieht richtig nice aus, oder? Ja, die Grafik ist auch richtig schön. Sehr geil. Berühre den Bildschirm, damit Mario springt. Je länger die Berührung, desto höher springt er. Okay, lange. Okay, tatsächlich so. Also wenn man lange drauf drückt, dann springt er wirklich höher. Richtig schön gemacht. Komme ich da hoch? Ja. Und dafür gibt es sogar einen Pilz. Geil. Ja, Wahnsinn. Aber wirklich geiles Spielerlebnis. Springe bei Boxsprüngen vom Gegner ab, um mit coolen Aktionen zu glänzen. Okay. Yeah. Aber die neuen Moves von Mario gefallen mir persönlich richtig, richtig gut. Denn solche Animationen gab es ja früher gar nicht in Mario. Also so, wie man es jetzt kennt, also aus diesem Game, finde ich das extrem eine nice Sache. Und ob das jetzt so eine gute Idee war, das aufs iPad zu tun, weiß ich jetzt gar nicht. Es ist ein bisschen unhandlich. Also ich habe jetzt das iPad Air 2 und das ist ein bisschen unhandlich in der, ja, wie soll man sagen? Es ist einfach unhandlich, sagen wir so. Also man muss es wirklich mit beiden Händen spielen und man merkt auch gleich irgendwie, dass der Akku schnell warm wird. Ich glaube jetzt nicht, dass es an meinen offenen Apps oder so liegt. Ne, ich glaube jetzt tatsächlich, es liegt nur an dem Spiel selber. Und bis jetzt aber gefällt mir das Spiel gut. Also vom Design gefällt es mir richtig gut. Push-Mitteilung. Ah ja, gut, alles klar, komm. Machen wir das doch. Ja, erlauben wir das mal. Wie dem auch sei. Ich werde mir natürlich auch die Vollversion runterladen. Denn da ist nämlich das ganze Paket drin. Die ganzen Welten, was verfügbar sind. Es sind nämlich 24 Level in 6 Welten. Und dann gibt es noch die Toad Rally und den Kingdom Builder, aber die Toad Rally ist auch so verfügbar und die Welten sind auch so verfügbar. Es geht nur um das Erhöhen der Level, denn im Basispaket sind nämlich nur 4 Level. Oh nein, Bowser hat Prinzessin Peach entführt. Er hat auch ihr Schloss zerstört und alle Toads sind geflohen. Du musst unbedingt etwas unternehmen. Okay, Toadie Bear, dann gehen wir einfach mal auf Welten. Richtig geile Animation, oder? Genau. Die Prinzessin ist bestimmt in Bowsers Festung eingesperrt. Schnell, rette sie. Okay, Toadie, dann werden wir das machen. Wir gehen in das erste Level von Super Mario Run. Boah, und es sieht richtig schön aus. Also, ich glaube, die Aufgabe besteht daran, diese Coins zu sammeln. Und dann werden wir das mal tun. Dann schauen wir mal, wie gut ich mich schlage im ersten Level Hindernis hüpfen. Und dann gucken wir doch mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Von der Musik her wirklich super. Kennt man ja schon. Es läuft auch alles sehr flüssig, muss man sagen. Also für das, dass das Spiel gerade erst erschienen ist. Ach Mist, was war das jetzt? Ach komm. Ich habe eine Münze verpasst. Für das, dass das Spiel gerade erst erschienen ist, finde ich, läuft es jetzt eigentlich sehr flüssig. So, was mache ich hier eigentlich? Okay, gut. Also Mario kann sich auch an den Wänden festhalten. Sehr gute Animationen, muss man ehrlich gesagt zugeben.
Was man jetzt noch so schön sagen kann, die Musik ist eigentlich die gleiche. Wie, also in den neueren Mario-Spielen ist die Musik vollkommen gleich. Aber was mich interessieren wird, können wir eigentlich auch durch Gegner sterben? Also ich bezweifle es jetzt, oder? Sogar Mario kann diesen Schwingsprung, also einmal um sich selber drehen und dann landen. Perfekt. Also das Level wäre geschafft. Eine Münze habe ich jetzt vergessen, aber die werde ich mir natürlich holen. Und das ist jetzt so eine richtige Reihe an... Ja, machen wir eine kleine Serie drauf auf meinem Kanal. Heute ist zum Beispiel jetzt der erste Part, der offizielle Release von Super Mario Run. Und ich will jetzt nochmal in das Level. Komm, kann ich nochmal rein? Ja, ich kann nochmal rein. Okay, das zweite Level wird sich auch öffnen. Aber wir gehen nochmal ins erste. Wir wollen es ja schließlich zu 100% spielen. Und daran liegt auch die Schwierigkeit. So, mit dem Tippen... sage ich, braucht man ein bisschen gutes Zeitgefühl. Denn, die Tipp-Sache, okay, ich habe das jetzt, glaube ich, den Fehler gemacht, dass ich vom Fernseher gespielt habe, aber ich hätte ja auch eigentlich vom Tablet spielen können. Und das fällt mir jetzt erst auf. Was bin ich für ein Lappen? Aber die Steuerung, ich sag ja, wirklich sehr, sehr nice. Alles sehr gut. Und ich muss auch an der Stelle sagen, Respekt an Nintendo. Zuvor hat niemand gewusst, wann dieses Spiel eigentlich im App Store erscheint. Und ich finde es nämlich schon eine Sache an sich. Hätte ich jetzt die auch noch gebraucht? Ach komm, bitte nicht. Bitte nicht, ich habe doch vorher schon 4 Stück eingesammelt. Oder ist es wirklich ein richtiges Run-Abenteuer, wo man tatsächlich gar nichts falsch machen darf? Das wäre doch übel, oder? Aber ich denke schon. Denn ansonsten würde ja gar nicht Rekord dran stehen. Also es gibt ja keinen Rekord. Also jetzt haben wir 3 Münzen eingesammelt. Vorher waren es 4. Und jetzt bin ich gespannt, ob sich die ganze Sache verändert. Tatsächlich. Also es wird wirklich... Es werden immer nur die Coins angezeigt, die man einsammelt. Ich weiß jetzt persönlich nicht, was ich davon halten soll. Aber wir sind ja auch hier im ersten Level erstmal nur zum Testen. Okay, also das finde ich jetzt schon mal nicht gut gemacht. Also dafür gibt es leider einen Abzugspunkt Nintendo. Für diesen, ja, sagen wir nicht Fehler, sagen wir einfach, ja, nicht nachgedacht. Okay, gut, man muss hier echt sich konzentrieren und seine Fingerfertigkeit unter Beweis stellen. Aber, ja, gut, okay. Man hätte es jetzt so oder so sehen können. Nennt ihr das, wie ihr wollt. Aber meine persönliche Meinung ist, man hätte es anders machen sollen. Also man hätte jetzt sagen können, okay, er hat jetzt schon 4 Starcoins eingesammelt oder meinetwegen auch 3, dass wenigstens der Rest gespeichert wird. Also so hätte ich mir das persönlich gewünscht. Aber gut, okay. So, letzte... Nein, jetzt habe ich schon wieder die letzte vermasselt. Och, komm schon. Come on, Mario. Was ist, wenn ich jetzt hier runterfalle? Passiert gar nichts. Ich komme ja nicht mal runter. So ein Mist. Okay. Dann lassen wir das jetzt mal für den ersten Moment gut sein. Vielleicht gegen Ende des Parts wieder ins nächste Level. Also in das jetzt wieder zurück. Ansonsten, wir wollen ja auch ein bisschen was sehen im ersten Part. Was kann ich denn noch Negatives sagen? Also das Spiel funktioniert nur, glaube ich, wenn das Tablet laut ist. Denn vorher habe ich es die ganze Zeit ausprobiert und es kam absolut kein Ton. Und erst als ich das Spiel laut gestellt habe, hat es funktioniert. Und ich danke übrigens dem Elektronikhändler hier in meiner Gegend, der noch einen einzigen Adapter da hatte. Denn sonst können wir dieses perfekte Spiel heute nicht let's playen. Okay, wir gehen in die zweite Welt. Wohlstand durch Wandsprünge. Okay, da bin ich gespannt. Also ich denke, das ganze Level baut jetzt auf folgendem Prinzip auf. Genau, wie ich es mir gedacht habe. Nämlich auf Wandsprünge. Aber ich gehe jetzt nochmal runter. Denn ich habe nämlich den Pilz vergessen. Die Musik gefällt mir richtig gut. Also wurde, wie soll ich sagen? Nicht gemastert, remastert oder so. Sondern mit völlig neuen Instrumenten eingespielt. Ich komme ja so ein bisschen aus der Musikbranche. Und deswegen, ja, hört man das irgendwo raus, dass es ein völlig neues Instrument ist. Oh, komm, ich will da hoch. Nein, ich wollte da nicht rein. Och, komm schon. Es sind auch wirklich knifflige Level dabei. Also muss man sagen, es sind knifflige Level dabei. Die machen es auch einem gar nicht so einfach. Ja, aber wie schafft man das hier? Okay, so. Aber ich finde es schade, dass Mario irgendwie nicht mehr in die andere Richtung läuft. Also ist auch noch ein negativer Punkt, was man hier mal ansprechen sollte, dass Mario nicht in die andere Richtung laufen kann. Also er kann wirklich nur nach rechts laufen und ganz kleines bisschen nach links, aber weiter auch nicht. Und ich finde das halt irgendwo schade, denn Mario konnte bisher immer
ja, zurück. Oder nach unten, nach oben, wie auch immer. Ich meine, es ist ein Run-Spiel. Okay, gestehe ich mir irgendwo ein. Aber, ach, die können mir wehtun. Nein, ich habe es nicht geschafft. Oh Gott, bin ich dumm, hey. Bin ich dumm. Ja, aber was ich sagen wollte, ich finde es eben schade. Er bremst dann immer ab. Und, ja, das war's. Man kann also den Abschnitt überhaupt nicht mehr wiederholen. Und das fand ich jetzt nicht so eine optimale Lösung. Okay, gut, sei es wie es sei. Es ist nämlich so, wie es ist. Also wir können es jetzt nicht mehr ändern. Vielleicht ändert es Nintendo in Zukunft. Wer weiß ja, ob man auf konstruktive Kritik eingeht. Aber ansonsten wirklich ein tolles Spiel. Ich muss auch sagen, für den ersten Versuch läuft alles flüssig, läuft alles knackig und wir sind zu 100% begeistert. Also ich zumindest finde es wirklich eine tolle Erfindung. Zum ersten Mal natürlich auf einem Handy, auf einem Smartphone oder Tablet spielbar. Super Mario gab es ja davon noch nie. Und jetzt hat Toad wieder was zu sagen. Schnappst du dir in einem Durchgang alle 5 roten Münzen, geht es danach darum, ein Set Münzen einer anderen Farbe zu ergattern. Ach, ist es so? Okay. Also heißt es jetzt für mich, dass man danach nochmal da rein... Komm, ich gehe jetzt nochmal ins erste Level und versuche jetzt alle 5 Münzen einzusammeln. Jetzt bin ich gespannt. Also was Toad mir damit sagen wollte, ist eigentlich folgendes. Wenn ich jetzt die 5 roten Münzen habe, dann kommen andere 5 Münzen. Was sage ich denn, rote Münzen? Das sind keine roten Münzen. Oh Mann, mein Gott, bin ich doof, hey. Also heute habe ich es irgendwie nicht so. Kann natürlich auch an der Warterei liegen. Also ich habe wirklich seit heute Mittag permanent auf mein Smartphone oder auf mein Tablet geschaut. Und ich muss sagen, Leute, es war eine richtige Qual. Ihr wisst gar nicht, wie das ist. Man hockt da ständig vor seinem Teil und guckt drauf, ob da irgendwas sein könnte. Und letzten Endes ist da gar nichts. Und dann denkt man sich, okay gut, wieso habe ich jetzt eigentlich den ganzen Tag gewartet? Hätte ich doch lieber einfach ausgemacht, hätte mich ins Bett gelegt oder hätte vielleicht noch irgendwas Tolles gemacht. Aber nee, man macht es einfach weiter und man denkt sich jede 5 Minuten, komm, jetzt könnte es soweit sein, jetzt könnte es soweit sein. Aber es war nie soweit. Und ich war da einfach nur mega traurig. Könnt ihr euch das vorstellen? So, das erste Level werde geschafft mit allen 5 Münzen. Und jetzt bin ich gespannt, was sich danach offenbart. Okay, dann lass mal sehen. Komplett, alles klar. Ah, jetzt kommen blaue, oder? Sind das blaue? Ich nehme mal an. Du hast Rally-Tickets erhalten. 2 Stück. Okay, die brauchen wir nachher für die Toad-Rally. Aber tatsächlich, es sind blaue. Okay, sehr schön. Dann schauen wir uns die... Oder soll ich die blauen auch noch machen? Nein, komm, ich mache die dritte Welt noch. Und dann... denke ich, werde ich nochmal die blauen versuchen, wenn es zeitlich natürlich hinkommt. Aber bis jetzt sieht alles hervorragend aus. Also ich bin tatsächlich sowas von geflasht. Ich bin so geflasht, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Und wer Super Mario Run noch nicht hat, beziehungsweise noch nicht weiß, ob er sich's denn holen soll oder nicht. Mein persönlicher Rat, es ist auf jeden Fall was für die Runner-Spiele. Das auf jeden Fall. So, ich lass mich jetzt einfach fallen, denn oh, meine Coin. Und die will ich natürlich haben. Es ist auf jeden Fall was für Run-Fans. Aber Mario-Liebhaber werden sich, glaube ich, dieses Game einfach automatisch holen. So, ich lass mich mal ein bisschen weiter zurück. So, jetzt, okay. Es ist tatsächlich so, die Blase bringt uns tatsächlich deutlich weiter. So, jetzt. Perfekt. So, aber das war die dritte? OMG. Also ich denke, dieses Let's Play wird überhaupt nicht einfach. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp. Es geht jetzt wieder irgendwie los mit diesen Starcoins einsammeln und ich fühle mich, wie als würde ich jetzt New Super Mario Bros. U spielen oder New Super Mario Bros. Wii. Vom Feeling her exakt identisch. Also von der Level-Grafik. Oh Gott, mir geht die Zeit aus. Mir geht die Zeit aus, aber wir haben es geschafft. Sehr geil. Vom Feeling her ist es richtig geil. Aber ich denke, auf dem Smartphone ist man da ein bisschen besser aufgehoben. Also von der Gemütlichkeit her. Denn ich denke, wenn man abends so ja, auf der Couch rumlümmelt oder sonst irgendwo ist oder mal irgendwo auf den Bus wartet oder mal auf sonst irgendwas warten muss, finde ich, dass auf dem Smartphone Super Mario Run auf jeden Fall die bessere Wahl ist. So vom Handling her. Ich werde es auch noch auf dem Handy ausprobieren. Ich sag euch dann im nächsten Part, wie das war. Aber so vom Anschauungsmaterial her bietet sich das Tablet eigentlich ein bisschen mehr an, da das Tablet ja eine viel größere Auflösung hat und auch ein größeres Bild. Okay, nochmal ins erste Level. Jetzt geht's um die blauen Münzen.
Ob sich der Standpunkt jetzt natürlich geändert hat? Oh Gott, wie soll ich denn da hinkommen? WTF? Okay, ich glaube mit einem Wandsprung. Na, aber so komme ich da nicht hin. Nein, nein, nein. Ach Gott, okay. Okay. Also die erste Münze, die war schon mal richtig fies. Muss man an der Stelle sagen. Oh Gott, was mache ich denn? So, da hoch. Ich muss da hoch. Ach, da war eine... Ah, ich habe eine Blase gekriegt, okay. Alles klar. Dass man die in Fragezeichenblöcken findet. Sehr nice. Also hätte ich jetzt gar nicht erwartet. So, soll ich jetzt rum? Ja, ich habe es mir gedacht. Ich habe es mir gedacht, bevor ich hochgestiegen bin. Habe ich mir gedacht, komm, jetzt gehe ich einfach mal unten lang. Aber nee. Okay, ich finde auch ebenfalls sehr schön, dass ich die Münzposition ändern. Also die Münzposition bleibt nicht immer gleich. Finde ich auch ein sehr guter Pluspunkt für dieses Game. Und die Münzen werden auch schwerer. Also sie bleiben nicht gleich leicht. Und ich glaube, ich muss unten lang, oder? Oder ich habe schon die letzte verpasst. Ja, ich habe schon die letzte verpasst. Unglaublich. Ich muss sagen, richtig schwierig. Richtig ein schweres... Für den Anfang zumindest. Also wenn man mal in der Übung ist, klar, kriegt man dann auf jeden Fall deutlich bessere Skills hin und kann auch irgendwie den Winkel einschätzen, wie man springen muss oder wie man sich hochziehen muss. Aber so für den ersten Eindruck, wirklich ein sehr schönes Spiel. Doch, optimal. Ich sag dazu einfach nur Daumen hoch, Nintendo. Wirklich was Tolles geleistet. Aber es kann nicht sein, dass ich jetzt da bloß eine Starcoin gekriegt habe. Komm, zum Testen machen wir jetzt einfach nochmal das zweite. Denn das fand ich sehr, sehr schwierig. Also im Gegensatz zu dem ersten fand ich das zweite jetzt, ja, deutlich schwieriger. So, dann schauen wir mal, wo war denn hier die Coin? Die war hier oben, okay. Die gehört uns, perfekt. Gab's da unten irgendwas? Da unten gab's nichts, okay. Das war auch die erste. So, irgendwas hat mich doch hier die zweite Coin gekostet, aber ich weiß nicht mehr was. So, boah, die Musik fetzt richtig, hey. Dö-dö-dö-dö-dö. Ah. Nein, nein, die war da oben. Aber wie komme ich da hin? Wie zum Teufel komme ich da hin? Ach, das ist einfach schwierig. Also es ist wirklich Übungssache. Also Leute, denkt bitte dran. Lasst euch davon überhaupt nicht abbringen. Also es ist wirklich reine Übungssache. Ich seht ja, ich spiele das total schlecht. Und ich zock's jetzt zum ersten Mal. Also lasst euch da bitte nicht abbringen. Es hat seine gewisse Schwierigkeit, ist klar. Aber ich glaube, das fordert auch das Richtige heraus. Also ich glaube, da ist man dahinter und sagt, okay, was für eine heftige, geile Herausforderung. Das Spiel hole ich mir auf jeden Fall für den Vollwertpreis, also Vollversionspreis von 10 Euro. Und ich finde 10 Euro, okay, man sagt jetzt, okay, es sind ja bloß 24 Level, ist klar, aber für 10 Euro, mein Gott, was macht ihr für 10 Euro? Also ich investiere die 10 Euro liebend gern, in der Hoffnung, dass mal irgendwann ein zweiter Teil rauskommt oder wie auch immer. Aber ich will euch da überhaupt nicht anstiften, so irgendwas. Macht euch am besten euer eigenes Bild, schaut euch das Game an, genießt es, spielt die ersten 4 Level in der kostenlosen Version und da habt ihr schon wirklich ganz viel davon. Also man kann sagen, das Feeling ist wirklich geil. Ich kann es nochmal wiederholen, das Feeling ist wirklich geil. Das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut und ich freue mich natürlich mit euch auf die weiteren Parts, auf die nächsten Abenteuer und auf die nächsten Ausraster wird es natürlich auch noch geben. Und ich würde sagen, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ganz herzlich, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns schon bald wieder im nächsten Part von Super Mario Run. Bis dann, meine Freunde, und tschüss.